Einzigartig ist dieser Tag. Ich sehe zwei von Lorbeer und Prunk. Alle schauen fröhlich drauf und feiern den Tag rein. Besonders dann bei Firmen, Künstlern, Kultur und Kongress auch künftig bleiben. Brombacher glänzt mit Exzellenzeinsatz und verstehen. Sie benötigen nichts weiter als sich hinzusehen. 8, 9, 10. Ein kollektiver Count-up zur Feier von 10 Jahren Brombacher Stipendium. Wir sind im Hamburger Körperforum. Der Poetry Slammer Bas Böttcher gibt einen Eindruck, wie hautnah die Wirtschaftsstudenten Kunst und Kultur im Bronnbacher Stipendium erleben. Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft trifft sich dieses Jahr in der Hafenmetropole Hamburg. Es geht darum, die aktuelle Arbeit in den verschiedenen Förderbereichen des Kulturkreises vorzustellen. Schwerpunkt diesmal Architektur. Ein prominenter Gastgeber erklärt den Reiz des Veranstaltungsortes. Ich möchte eigentlich gerne zeigen, dass Hamburg auf der einen Seite Tradition hat, auf der anderen Seite aber auch sehr modern ist. Denn gerade die Hafencity hier ist ja wirklich ein unwahrscheinliches Zeichen, dass moderne Architektur, dass Innovation hier stattfindet. Umgekehrt gleich die Verbindung zu den Speicherhäusern zeigt, dass hier auch eine hanseatische Kaufmannstradition ist. Die Verbindung von wirtschaftlichem Kalkül, technischem Fortschritt und gestalterischer Innovation ist auch Thema der Vorstellung des Architekturpreises 2014. In den Räumen der neuen Hafencity-Universität geht es diesmal um zukunftsweisende Neubaulösungen für den Pumpenhersteller Viloas Dortmund. Der Entwurf It's U-Turn der Hamburger Studentinnen Lena Mattheis und Christina Radke hatte sich in dem Nachwuchswettbewerb durchgesetzt. So mancher hat dabei noch die Klänge des Eröffnungskonzertes vom Vorabend im Ohr. Die beiden Preisträgerinnen des Gesangswettbewerbes Ton und Erklärung geben Proben ihres Könnens im Hamburger Rathaus. Die Hamburger Symphoniker begleiten Arien von Vivaldi und Mozart, gesungen von Männer Cazel Davis und Elsa Dreisig. Zusätzlich interpretiert die Siegerin ein Auftragswerk des jungen Komponisten Stefan Hanke, eine Uraufführung. Stippvisite bei der Union Investment Real Estate. Ein Blick vom Panoramadeck des Hochhauses reicht, um sich vom städtebaulichen und kulturellen Elan in der Elbe-Metropole ein Bild zu machen. Hamburg ist in vielen, auf vielen Gebieten ganz vorne zu finden. Staatsoper, Theater, aber auch die Kunsthalle und dergleichen mehr. Und es ist diese Vielfalt auf hohem Niveau, würde ich mal sagen, die es attraktiv macht. Stichwort Kunsthalle. Die Ars Viva 2014 zeigt hier 3 Positionen, die das Gremium Bildende Kunst aus dem Schaffen von über 40 jungen Künstlern ausgewählt hat. Alexandra Domanovic, Ingve Holen und James Richards haben in ihrer jeweils ganz eigenen Sprache durch das richtungsweisende Potenzial ihrer Arbeiten überzeugt, so die Jury. Warst du letztens bei Lisa? Die Kinder besuchen. Ja, tauch da doch bitte nicht einfach so auf. Das sind meine Enkelkinder, die freuen sich. Du hast denen Angst gemacht. Ein szenischer Auszug aus einem Stück des Preisträgers für darstellende Kunst, Niesmomme Stockmann. Außer ihm würdigt der Kulturkreis in den Kammerspielen auch den Literaturpreisträger Reinhard Kaiser-Mühlecker sowie die Übersetzerin Evelyn Parsett. Für den Geschäftsführer des Kulturkreises war diese Jahrestagung auch aus einem anderen Grund eine denkwürdige Veranstaltung. Ja, für mich ist das auch persönlich eine ganz wichtige Jahrestagung, weil sie ist nach 8,5 Jahren die letzte Jahrestagung, die ich im Amt des Geschäftsführers zu verantworten habe. Ich bin natürlich ungeheuer stolz auf mein Team, dass das alles so reibungslos geklappt hat, aber auch auf die Inhalte, denn wir haben, glaube ich, ganz unterschiedliche und ganz neue Facetten von Hamburg zeigen können, die, glaube ich, der ein oder andere überhaupt nicht erwartet hat. Insofern kann ich nur sagen, die Jahrestagungen sind spannende Kulturfestivals, die sich lohnen. Sie sind 3 Tage lang und sie zeigen aus allen Disziplinen relevante zeitgenössische Kunst. Und ich bin stolz, dass das vom Publikum so gut angenommen wurde.